Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, am Anfang unserer heutigen Folge steht wieder die Vermittlungsnachricht von vergangener Woche. Die auf dem Truppenübungsplatz Ortruf gefundene schwarze Mischlingshündin ist von ihren Besitzern erkannt und nach Hause geholt worden. Für die ebenfalls vorige Woche vorgestellte Katzendame aus Georgenthal haben sich jedoch keine Besitzer gemeldet. Sie wartet nun auf neue Katzenfreunde, die ihr ein geeignetes Zuhause mit Freiraum geben können. Jetzt stellen wir den traurigen Ebu vor. Sein Frauchen ist krank und kann sich nicht mehr um ihn kümmern und muss ihn schweren Herzens ins Tierheim geben. Solche Trennungen sind für Mensch und Hund mit das Schmerzlichste, was die Mitarbeiter der Arche Noah erleben müssen. Deshalb wird immer eine möglichst schnelle Vermittlung der meist traumatisierten Tiere angestrebt. Edu ist in der Arche Noah aufgeregt, ängstlich und unsicher. Das ist natürlich kein Wunder, wenn das ganze bisherige stabile Leben wegbricht. Dabei hatte er als junger Hund auch nicht den Himmel auf Erden, denn er kam aus einem spanischen Tierheim. Sein Frauchen hatte den am 15. Juni 2006 geborenen Edu ein Zuhause in Deutschland ermöglicht. Der Hund lebte bis jetzt mit in der Wohnung und ist stubenrein. Weil er nur mit seinem Frauchen zusammen war und sicher deren ganze Aufmerksamkeit genießen durfte, ist er zuweilen eifersüchtig. Das sollten Interessenten bedenken, wenn in der Familie Kinder leben. Angegeben wurde, dass Edu mit größeren Kindern zurechtkommt. Doch wenn er der Prinz bei einem Frauchen oder Herrchen bleiben dürfte, wäre er sicher sehr zufrieden. Edu mag keine anderen Tiere, zum Beispiel Katzen, und bei seinen Artgenossen höchstens eine Hündin. Vielleicht würde es mit einer älteren Hündin passen, denn Edu ist kastriert. Für seine Größe ist er mit den 12 Jahren noch nicht der ganz alte Opa und hat, wenn er sich wieder freuen kann, wahrscheinlich noch ein paar schöne Jahre vor sich. Die Tierheim-Mitarbeiter wissen, dass es immer wieder Tierfreunde mit großen Herzen für die älteren Fellnasen gibt. Und genau diese sind die Hoffnung für den traurigen Edu.